Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem ersten Webcam-Video mit der neuen Webcam. Ja, ist jetzt eine, was steht da? Logitech-Cam auf jeden Fall. Irgend so ein Teil mit 60 Frames und so ein Kram. Ich muss auch die Einstellung ein bisschen rumfummeln. Ich habe gerade mal ein bisschen rumprobiert. Das Bild flackert noch ein bisschen. Ich weiß nicht, wie ich das wegbekomme. Man kann vielleicht an 60 Frames liegen. Ich nehme das jetzt gerade nämlich mit meinem Stream-Programm auf. Hintergrund des ganzen Videos ist nämlich ein kleines Fanpost-Unboxing. Ja, ich hatte ja Geburtstag letzte Woche und da hat der Manuel mir wieder was zugeschickt. Ich kam erst am Freitag dazu, dass abzuholen. Ich glaube, ich kann mich so ein bisschen mehr Richtung Mitte Webcam setzen. Ne? Ja, ich käme jetzt Freitag dazu, das abzuholen, deswegen heute erst das Unboxing, weil Wochenende war Julia da, dann mache ich sowas nicht. Und ich hoffe, ich kriege keinen Bluescreen währenddessen. Das wäre natürlich ziemlich Käse. Aber warten wir es mal ab. Das ist, also Hintergrund des Ganzen war sowieso, ich habe in den Streams immer Bluescreens bekommen und das hat wahrscheinlich irgendwas mit der Kamera zu tun, mit meiner alten Webcam. Weil ich hatte schon normale Webcam-Videos aufgenommen. Und mit dem Stream-Programm und da hatte ich auch einen Bluescreen. Wenn ich normal aufnehme, also einfach nur spiele, dann habe ich gar keine Probleme. Total verrückt, ne? Deswegen hoffe ich mal, dass es jetzt was bringt, dass die Webcam toll ist. Und ich sag mal, von der Qualität her ist das schon auf jeden Fall eine Steigerung gegenüber dem letzten Mal. Allein schon die 60 Frames, ne? Ist natürlich viel flüssiger. Ich werde, denke ich mal, zukünftig auch mal versuchen, hier mit dem richtigen Webcam-Aufnahmeprogramm was aufzunehmen. Vielleicht kann ich da ein bisschen was einstellen, dass das Flackern auch weggeht. Ich hoffe mal, es ist. Vielleicht sehe ich das auch nur in der Vorschau. Keine Ahnung. Muss ich mal abwarten. Gut. Auf jeden Fall, wir packen das Paket mal aus. Also ich weiß schon grob, was drin ist, also nicht im Detail. Guten benutzten Löffel sollte man jetzt vielleicht nicht dafür benutzen. Na gut, da muss ich halt... Oh, ich zerstöre es einfach mit Gewalt. Das geht auch immer klar. Ich weiß grob, was da drin ist. Jetzt sind zwei Spiele und ein Brief. So, ja, erstmal den Brief verlesen. Es ist nur ein kleiner Brief, hat mir Manuel schon gesagt. Moment. So. Hallo Dennis, du bekommst zu deinem Geburtstag, wenn auch etwas verspätet, zwei PlayStation 4 Spiele von mir. Ich hoffe, dass du dich über meine Geschenke freust. Ich hoffe, du hast deinen Geburtstag schön gefeiert. Das habe ich tatsächlich, ja. Ich grüße dich, Manuel. Ja, ich habe jetzt am Wochenende meinen Geburtstag nachgefeiert. Ich hatte letzte Woche Dienstag, glaube ich, also am 24. Und jetzt am Wochenende habe ich mit meiner Familie gefeiert ein bisschen. Ne? War mal brunchen, war lecker. Mit Julia war ich essen und irgendwann werde ich auch nochmal richtig feiern mit Alkohol und so. Gut, aber schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt. Ich habe nämlich gar keine Ahnung, was hier drin ist. Also eine Sache kann ich mir vorstellen mittlerweile, weil es kam ein paar Tage später an das Paket und ich habe jetzt mittlerweile rausgefunden, was jetzt vor kurzem rauskam. Aber das zweite weiß ich nicht. Ja? Ich gucke gerade mal, das ist es wahrscheinlich noch nicht. Ja, ja, genau, das ist es. Das habe ich mir nämlich jetzt denken können, weil es auch bei mir auf der Arbeit vorher im Gespräch. Und zwar Resident Evil 7, ne? Ist das, glaube ich. Ja, ja, das ist Resident Evil 7, tatsächlich. Interessanterweise, ich hatte gestern in der Aufnahme, glaube ich, noch davon gesprochen, ne? Von Resident Evil. Achso, jetzt habe ich das verstanden. Das ist die 7, das Evil da hinten. Nee, hatte ich sogar noch von gesprochen, wegen der VR-Brille, ne? Dass ich mir die PlayStation VR irgendwann mal hole. Und mir denke, boah, das hier damit, ne? Das ist ja schon eine tolle Sache. Jetzt habe ich nur keine Brille, sondern nur das Spiel. Aber ist ja nicht schlimm. Passt auch sehr gut momentan, weil ich spiele Resident Evil 2 auch. Ich glaube, ich hebe mir da auch auf. Ich will mir die Brille sowieso irgendwann mal kaufen, ne? Also in ein paar Monaten, vielleicht in einem Jahr oder so. Und ich will halt schon gerne mit der Brille spielen, ne? Ich habe mich jetzt gestern bei der Aufnahme auch übrigens einmal erschrocken bei Resident Evil, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet hatte. Und das könnte hier auf jeden Fall sehr interessant werden. Das ist auf jeden Fall schon mal eine richtig geile Sache, Manuel, ne? Erstmal an dieser Stelle schon mal Dankeschön. Jetzt gucken wir nochmal das zweite Spiel. Oh, wie geil ist das denn? Mafia 3. Das ist richtig Hammer. Also damit habe ich wirklich überhaupt nicht gerechnet. Ist echt super, weil wenn ich bei der PlayStation 4 spiele, bin, werde ich das auf jeden Fall let's playen. Mafia 1 und 2 habe ich natürlich schon gemacht. Und ich habe mir gedacht, okay, ne, bis ich bei der PlayStation 4 bin, dann dauert vielleicht noch ein paar Monate. Aber wenn ich da soweit bin, möchte ich das Spiel auf jeden Fall spielen. Und echt geil, dass ich das jetzt habe. Boah, der hat schon wieder viel zu... Manuel, das ist schon wieder viel zu viel Geld für mich ausgegeben. Weiß halt eigentlich. Da habe ich ein schlechtes Gewissen. Aber gut, man wird nur einmal 30, ne? Echt geile Sachen. Es ist echt viel Geld auch, ey. Jetzt habe ich... Oh, Manuel, du kennst mich nur. Das Schlimme ist, der hat mir schon so oft teure Sachen geschenkt, ne? Ich will gar nicht wissen, wie viel Spiele ich von ihm mittlerweile habe. Ich habe ja ein paar PlayStation 1 Spiele von ihm bekommen, die er noch rumliegen hatte. Er hat mir Pandemonium gekauft. Er hat mir Batman Arkham City, glaube ich, damals gekauft. Oder war das Arkham Origins? Oder beides sogar. Ich glaube auch Arkham Knight hat er mir geholt. Also voll viele geile Spiele, die ich alle noch nicht gespielt habe. Nicht, weil die scheiße sind oder weil ich die schlecht finde, sondern einfach, weil ich da noch keine Zeit für gefunden habe. Das Problem ist, das sind natürlich auch immer gewisse Teile in der Spielereihe, ne? Also, bis ich jetzt irgendwie mal Arkham Knight spiele, dann muss ich natürlich erstmal Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Origins und dann kommt Arkham Knight, dann spiele ich das erst. Das Schöne ist aber, hier sind wir ziemlich nah dran, ne? Das heißt, boah, ey, ich muss das Spiel gerade mal auspacken, weil das fühlt sich so schwer an. Beinhaltet Familienrabatt, 3 exklusive Fahrzeuge und Waffen. Maf 3 Stgr.
Oh mein Gott, ist da sogar eine Anleitung drin? Ich gehe kaputt. Habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. PlayStation 4 Spiel mit einer Anleitung. Oh, eine Karte. Oh, eine fette Karte ist dabei. Ziemlich cool. Und eine kleine Anleitung. Okay, deswegen macht die Karte macht das Spiel so schwer. Aber ich will auch noch mal kurz bei Resident Evil 7 einmal reinlinkern. Schauen wir mal. Einmal kurz rein. Achso, wegen der Qualität der Cam, ne? Bitte, bitte beachtet, ne? Ich bin ja, so was Belichtung angeht und sowas, ein absoluter Volltrottel. Ich weiß gar nicht, wie ich ausgeleuchtet sein muss, damit man das gut sieht und so, damit die Cam gut reagiert. Keine Ahnung. Ich hoffe nur, dass der Autofokus aus ist, nicht, dass ich die ganze Zeit unscharf bin. Resident Evil Klassiker in HD. Jetzt im Handel. Was ist das denn hier? Resident Evil... Oh, ich... Oh, Alter, ich... Ja, ich merke, ich bin alt. Ich kann es nicht lesen. Wow. Also Resident Evil 5 ist dabei, Resident Evil 4 ist dabei. Also Resident Evil 6. Ich habe die 6 nicht gesehen. Origins Collection ist wahrscheinlich das, was ich letztes Jahr übrigens bekommen habe, war, glaube ich, ne, mit Resident Evil Zero und Origins, also das Remaster, der erste Teil da. Stimmt, der hat mir ja auch noch, Mann, der hat mir viel zu viel geschenkt. Auf jeden Fall vielen Dank, echt, ich freue mich wirklich. Ja, ist auf jeden Fall cool, ne, also Mafia 3, Let's Play ist schon mal gerettet und vielleicht mache ich da mal wirklich eine Ausnahme, wenn ich die VR-Brille mal haben sollte, jetzt in, nicht näherer Zukunft, aber mittelfristig. Ich warte mal, ich denke mal, da kommt sowieso wieder eine neue PlayStation VR raus, die noch ein bisschen besser ist. Wenn ich die Brille habe, ich habe keine PlayStation 4 Pro, habe jetzt auch nicht so das große Interesse daran, dafür nochmal so viel Kohle auszugeben. Aber wenn ich das habe, ne, dann, ja, dann vielleicht überspringe ich mal ein paar Resident Evil Teile und leg dann direkt mit dem 7. los. Auf jeden Fall, wie gesagt, Manuel, vielen Dank. Finde ich sehr gut. Ich hoffe, ihr seid mit der Cam-Qualität soweit zufrieden. Also, ich kann mich noch ein bisschen bewegen. Es sind 60 Frames, ne? Zumindest in der Vorschau war es so. Ich hoffe, ich schneide das auch richtig. Und, ja. Morgen geht's dann weiter mit Let's Plays. Ich habe ja gesagt, also, wir haben uns heute übrigens den 30.01.18.44. Das heißt, ich werde direkt hier die Aufnahme schneiden. Also, das wird ein Webcam-Video und dann ist das sehr live auf jeden Fall, ne? Sagt mir auf jeden Fall, was ihr von der Kamera haltet. Würde mich interessieren. Die war nicht ganz günstig. Da habe ich, glaube ich, 90 Tacken für bezahlt. Weil ich wollte ja sowieso mal 60 Frames Kamera haben und wenn ich sowieso eine neue brauche, damit das Stream-Programm funktioniert, ich gucke gerade mal, es nimmt auch noch auf, es flackert ein bisschen, okay, das liegt an der Belichtung, ist in Ordnung. Ich hoffe, es lohnt sich und wenn dann die Streams laufen, umso besser, ne? Also, ne, schönen Abend noch und ja, bis die Tage mal, ne? Tschüss.